Okay, also ich auf dem akustischen und du auf dem digitalen Instrument. Sehr schwierig zu vergleichen. Sehr schwierig, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, genau. Ich habe aber seit langer Zeit nicht auf einem E-Piano gespielt. Die Technologie hat sich auf jeden Fall sehr entwickelt. Es gibt bestimmt sehr gute Gründe, ein digitales Instrument zu kaufen. Und die Schüler fragen auch sehr oft, soll ich einen kaufen oder wer jemand mich ein digitales Instrument schenkt, soll ich denn dann absagen? Sagen, nein, natürlich nicht. Aber darüber möchten wir mit hier ansprechen. Ja. Ja, also gerade im digitalen Klavierbereich hat sich in den letzten Jahren zunehmend doch immer mehr noch die Qualität verfeinert, das darf man schon sagen. Und dieses Casio GP310, was Sie jetzt gespielt haben, ist in dieser Preiskategorie schon ein hervorragend zu empfehlendes Digitalklavier, damit wir das nochmal von der Seite richtig beleuchten. Also es gibt Eltern, die meinen, sie schnappen sich mal aus eBay für 1200 Euro schnell ein Klavier. Das ist dann ein akustisches. Aber dieses Instrument kann man dann vielleicht weder auf Kammerton stimmen. Es hat eine Spielart wie ein Acker. Keine Taste geht durch chromatisch gespielt gleich wie die nächste. Der Klang ist mal weich, mal hart, mal irgendwas und Hämmer schlackern und so weiter. Und vielleicht rasselt noch der Resonanzboden. Also das ist sicherlich eine Fehlinvestition. Und da ist von der Verlässlichkeit her, von der Homogenität her, aber auch von dem, was das Instrument im Digitalbereich Casio jetzt einem solchen Klavier entgegenstellt, ein fantastisches Instrument. Sie haben eine wunderschöne Spielart, Sie haben eine Holzklaviatur, Sie haben ein fantastisches Sampling von unserem Konzertflügel drauf. Sie haben zusätzlich Optionen, wie auch dann zum Beispiel mit Kopfhörer zu spielen oder für den ein oder anderen Jugendlichen ja auch interessant andere Klänge. Wie ein elektrisches Klavier für Jazz, Unterhaltung wird sehr viel heute gespielt, auch bei den jungen Menschen. Oder Orgel oder Streicher oder wie auch immer, auf diesen Klangrichtungen zu musizieren. Kurz zum Bauprinzip oder was ist ein digitales Klavier? Was macht es unterschiedlich zum echten Klavier? Also wir haben einen Resonanzboden, der schwingt, der erregt wird durch eine Anschlagsbewegung über einen Hammerkopf mit Schafswolle. Die Saite überträgt die Schwingung auf diesen Boden, wie gesagt, und zwei Dinge. Das ist also eine wirkliche, echte, authentische Schwingung, die man auch physisch aufnehmen kann. Und es ist ein Mechanik-Spielgefühl, wo über verschiedene Hebel, über das Tastendrücken final dieser Hammer an die Saite geführt wird. Diese beiden Vorgänge, Tonformen mit dem Finger über diese Mechanik und Ton erleben über ein Hochgebirgsfichtenbrett, das ist die Faszination. Die Vielschichtung, die daraus auch entsteht und Klang in allen Nuancen zulässt, ist sie erst recht nochmal. Der Unterschied digital, wir haben also da eine meist sogenannte Ersatzmechanik. Es fängt schon mal an, dass die meisten Digitalklaviere einen Kunststoff-Hohlkörper-Taster haben. Ich drücke also im Prinzip gar keine Masse, wie bei der Holztaste beim Klavier, sondern es wird mir eine Gewichtung oktroyiert, die in etwa so plus minus bei 50 Gramm den Widerstand kopiert, den ich bei einer echten Mechanik habe. Es gibt dann bessere Mechaniken mit einer sogenannten Hammer-Technologie, wo ich einen Gelenk bewege, das man dann als Hammer bezeichnet, um eine Bewegung des Hammers zu simulieren, aber ohne irgendwelche Ansätze einer Mechanik. Und final kommt ja ein Ton, der nicht aus einem Holzbrett stammt oder sonst ähnliche akustischen Schwingungen sozusagen hinterlegt sind, sondern es ist eine Konserve, es ist im guten Fall ein sehr gutes Sampling, eine Aufnahme, die dann natürlich in Anschlagsdynamik entsprechend über diesen Spielmechanismus dann das Ganze zum Klingen bringt. Der Unterschied ist, dass wir einfach ein echtes Instrument, eine wirkliche Schwingung haben, eine Live-Situation, das Klang entsteht durch meinen Finger. Digital ist praktisch ein etwas lebloser Klangprozess, weil ich eine Konserve ansteuere und das auch nicht in diesen Feinheiten
treiben kann, wie es mir die echte Mechanik erlaubt, sondern nur so weit es mir diese Ersatzmechanik bringt. Wir bei Bechstein haben uns da, was diese Qualitäten eines Instrumentes, Kopfhörer hören, digitale Welt, natürlich auch Gedanken gemacht, sodass es hier ein System gibt, das Stummschaltung sich nennt oder mit unserem eigenen Namen Vario, die neueste Ausgabe Vario Duett. Wir können also unsere akustischen Instrumente ausstatten, zusätzlich mit einem Vario-System. Es ist dann ebenso möglich, neben den ganz allen genannten Vorteilen des traditionell gefertigten Instrumentes, auch mit Kopfhörer zu spielen, es stumm zu machen und eben auch über die MIDI-Möglichkeiten dann einmal nur über Kopfhörer spielen, aber auch Aufnahmen machen zu können mit dem Instrument oder alles, was danach an Verarbeitung der Musikaufnahmen angedacht ist, dann in dieser Welt auszuführen. Das heißt, man muss sich nicht immer entscheiden, kaufe ich ein digitales oder ein akustisches? Ja. Da wäre tatsächlich beides in einem. Ja.